Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, wir wollten hier jetzt weitergehen und ich hoffe, hier sind jetzt nicht noch mehr Mutanten oder Ureinwohner. Sieht nicht so aus. Sind wir jetzt? Hier ist wieder ein Zelt. Da ist rote Farbe. Hört ihr das? Da bewegt sich definitiv was Großes. Und she's not dead, she's sleeping. Notizbuch? She is not dead, she is sleeping. Don't be afraid, just believe. Die hängen zusammen. Oh, was war das? Dynamit? Wir müssen öfters mal Dynamit benutzen. Wo genau sind wir jetzt? Hier. Aber hier geht's auch nicht mehr weiter, ne? Ich glaube, ich habe die rote Farbe wieder weg. Also hier ist Endstation Sackgasse. Das hörte ganz klar nach einem der riesigen Mutanten an. Nach Thrombosen Jonas oder nach Dings, wie heißt der, Gloppel 1. Aber hier geht es auch nicht mehr weiter. Das heißt, den ganzen Weg wieder zurück. Aber wenigstens haben wir wieder vier Knochenrüstungen. Schafft. Hier, der hat nichts. So, ab hier, wo geht's weiter? Das ist Süden. Das heißt, wir müssten einmal da auch noch gehen und gucken. Genau, da geht's auch weiter. Da ist jemand einfach tot umgefallen. Den nehmen wir mit. Warte, sind das Stickies? Hier gibt es wieder Stickies. Hier geht es auch weiter. Aber wir haben da vorne... Was sprengt, ne?
Wir haben da vorne irgendwo eine Stelle, wo wir ein Lagerfeuer hingehen. Warte mal, wenn wir das zerstören. Auch wieder Stickies. Komm weg. So. Hatten wir hier oben den? Ja, da hatten wir das Lagerfeuer. Oh. Großes Bein. Essbar. Esse ich lieber das. Ich habe jetzt nicht vor, Kannibalen zu essen. Ich will nicht einer von denen werden. Nur weil die Kannibalen sind, müssen nicht gleich wir auch Kannibalen werden. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, zuerst nach Osten oder Westen? Das wird am meisten Sinn machen. Bei beide müssen wir jetzt schwimmen. Im Grunde. So. Wir haben wieder 9. Aber Tücher werden auch langsam wieder knapp. Wir gehen zuerst da lang. Und schauen uns mal an, wo es hinführt. Ist eigentlich auch eine Schädeltasche oder sowas? Ist das einer? Nein. Okay. Kassette. Die Nebenwirkung von was? Die mit Nebenwirkungen beschriftet. Moment. Okay. Jo, wir gehen zuerst den anderen Weg. Wir gehen zuerst den anderen Weg, die andere Richtung. Und sehen zu, dass wir dort überleben oder irgendwas rausfinden. Der hier scheint mir doch ein bisschen zu gefährlich zu sein. Nochmal gegen diese Riesenmutanten. So, erstmal hier erwärmen. So. War doch, glaube ich, da hinten irgendwo. Und gegen Galoppelheinz. Ohne irgendwie eine Position zu haben, wo ich mit dem Bogen auf ihn schießen kann. Wäre nicht so
schlau, finde ich. Dann gehen wir erstmal hier ran. Ja, mir ist kalt. Ich muss mich aufwärmen, natürlich. Schon wieder. Was denn auch sonst? So. Stalaktite war das. Jetzt hier wieder hoch. Ja, komm. Wo sind wir jetzt? Hier oben. Okay, jetzt brauchen wir wieder aber ein Feuer. So. Hier kennt man sonst nichts, wo man sonst hin kann. Diese Geräusche. Ah, hier könnten wir noch mal speichern. Noch mal ein paar Stickies. Oh. Alkohol. Heile. Modernen Bogen, wir haben ihn. Warte mal. Können wir von dem die Taschenlampe wieder entfernen? Entfernen? Ne? Auseinandernehmen. Ah. Dann den weg. Ah, dann den Bogen dran mit. Panzertape. Nice. Noch ein Sticky. Noch ein Sticky. Was haben wir hier für ein Outfit? Können wir eh nicht sehen, also. Ah, nice. Dann können wir hier noch mal auffüllen. Alkohol haben wir auch schon jede Menge. Geht's hier aber irgendwie noch weiter? Nö. Geht's da weiter? Will ich noch nicht rausfinden. Ich würde sagen, wir speichern hier erst einmal. So, Tag 116. Nice. Die können wir nicht kaputt machen. Na, hier geht's auch nicht weiter. Eine komplette Sackgasse hier. Aber wir haben den modernen Bogen. Ah, vielleicht erstmal was essen. Und trinken. Ah, wir haben fast gar nichts mehr an Snacks. Glaub, wenn es so weitergeht, müssen wir doch uns irgendwann mal so ein Bein gönnen. Aber in den Kannibalismus zu gehen, würde ich jetzt ungern.
Wir brauchen auch wirklich langsam was zu essen, dann. Die Riegel werden nicht mehr reichen. So. War nicht hier unser Lagerfeuer? Oder ist schon abgebrannt? Egal, dann bauen wir hier eben ganz schnell ein neues. So. Und was bleibt uns noch offen hier an Wegen? Ja, nur dieser Weg Richtung Westen. Ne, Osten. Also der Weg da. Wo ich auch keinen Plan habe, wo der uns hinführt. Ja, bleibt uns jetzt nichts anderes über. Falls uns einmal hier... Ach, und hier kamen wir. Genau, hier müssen wir weiter, glaube ich. Genau. Wir müssen uns jetzt einmal leider den Gardloppelheinz hier stellen. Ich will irgendwie nicht. Ich will nicht. Warte mal, hier ist ja Wasser. Wenn ich ihn schaffe, auf mich zu lenken und dann schnell ins Wasser. Ah, hör auf zu zittern, mein Freund. Komm. Aua. Nicht zittern. Hat er mich bemerkt? Nö, aber... Okay. Nice. Okay. Ist er tot? Jo, der ist tot. So, da können wir den hier wieder ablegen. Und den hier wieder aufsetzen. Stück Mutantenrüstung. Ziehen wir auch an. Ja, müssen wir den hier jetzt nehmen. Lag aber noch was. Okay.
Ah, ich will nicht. Oh, da hinten ist der. Wir können aber hier vielleicht hoch. Oben uns irgendwie verstecken. Oder doch nicht, so wie ich mir das erhoffe. So, wie viele Pfeile haben wir? 42 insgesamt. Ich habe schon Schiss. Ich würde aber sagen, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.